Im Moment versuchen sich viele Gemeinden, Kirchen an Livestreams. Und auch unsere Kirche hat uns angefragt, ob wir einen Livestream gestalten können. Und auch viele Leute haben sich interessiert, wie sieht das denn genau bei uns aus. Und deshalb haben wir gedacht, hey, wir machen einen kleinen Blick hinter die Kulissen, erklären euch, wie alles läuft. Und vielleicht habt ihr auch für eure Gemeinde da ein bisschen Einblick, hey, wie könnten wir unser Livestream-Equipment etwas professionalisieren. Wir sind hier nicht in unseren Gottesdiensträumen, sondern in den Kindergottesdiensträumen. Wir haben die umfunktioniert zu einem Studio. Wir haben hier verschiedene Dekorationselemente reingebracht, haben uns verschiedene Leute geholfen, haben da die nicht so schönen Wände abgedeckt und hier ein Set eingerichtet. Und wir haben das auch mit Licht, das wir überall an verschiedenen Orten zusammengesucht haben, haben wir das ausgebaut. Wir haben hier auf der Fill Light und Key Light und dann auch für den Prediger haben wir ein Backlight, dass das so schön ein Backlight gibt. Mikrofone konnten wir sehr gut davon profitieren, dass unsere Gemeinde ein super funktionierendes System hat und wir benutzen hier diese Sennheiser Funkmikrofone für den Gesang und für den Pastor haben wir auch von Sennheiser hier so einen Taschensender und hier ein Lavalier-Mikrofon von Rode und auch die Gitarre benutzt so ein Funk-Taschensender. Da ist alles über Funk, dann sind die nicht verkabelt und das ist alles ganz einfach. Die Musiker haben dann auch, das ist auch von Behringer, wir haben das X32 Mischpult von Behringer und dazu gehören diese Powerplays die funktionieren mit diesen Stageboxen und da können sie sich da einfach einklinken, ihren Mix selber erstellen, was sie hören wollen. Unsere Musiker haben hier einen Stage-Monitor, das läuft über ProPresenter, der zeigt ihnen, was momentan gesungen wird, was die nächste Strophe ist, das läuft alles automatisch. Hier können sie auch sehen, hier haben sie einen Monitor, wo sie live sehen können, was im Moment im Programm läuft. Wir haben ein 3-Kamera-Setup, wir haben hier 2 Canon-Kameras, hier eine Panasonic GH4 und damit eine Kamera ist dann bedient und die anderen 2 sind fix. Wir verlängern das, hier geht es mit HDMI raus und hier in so einen Blackmagic Mikroconverter auf SDI und diese Kabel laufen dann in einen anderen Raum, in dem dann auch die ganze Regie sitzt. Das haben wir räumlich getrennt, dass wir auch in der Regie kommunizieren können. Hier kommt dann all die Kabel bei Streaming-Rechner an und laufen dann hier in VMix. Das ist ein Videoschnittprogramm, das konnten wir alles ausleihen und da kommt dann alles zusammen. Auf diesem Mac läuft Ableton. Ableton spielt die Backing-Tracks ab, die Click-Tracks. Und Ableton kontrolliert auch bei ProPresenter, dass die Folien automatisch weitergeklickt werden mit MIDI-Befehlen. Hier, das ist ProPresenter, das läuft über NDI, geht das auch in diesen Streaming-Rechner. Dann, wenn ich hier so eine Einleitung mache, dann wird das hier übers Netzwerk auf den Streaming-Rechner übertragen. Außerdem steuert ProPresenter auch den Stage Monitor und das läuft eben auch automatisch mit Ableton. Hier haben wir auch das Behringer X32 Mischpult, das steuert den ganzen Sound, schickt alles an die richtigen Orte, auf das Monitoring und auch das Intercom, dass ich in der Regie mit der Kamera kommunizieren kann. Das läuft alles über dieses Mischpult. Wir haben in unserer Gemeinde, das ist eigentlich noch ziemlich interessant, haben wir nach dem Gottesdienst noch gemeinsam Kirchenkaffee über Zoom. Und auch hier können wir mit VMix
können wir einfach das Signal, das wir vom Streaming-Programm haben, direkt an Zoom weitergeben und dann kann der Pastor nach dem Livestream direkt an diesem Zoom-Meeting teilnehmen. Nach dem Gottesdienst stellen wir unserem Pastor hier auch einen Stuhl hin, dass er sich hier setzen kann. Und dann hat er hier auch wieder so ein Powerplay. Über dieses hört er dann den Ton von Zoom und dann sieht er Zoom auf dem großen Monitor. Und dann kann er sich hier an der Diskussion mit den anderen Personen beteiligen. Das wäre auch schon alles, was wir euch zu zeigen haben. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt in die Kommentare. Dann schauen wir, dass wir euch das beantworten können. Und ansonsten macht's gut.